Wertes und Neues zur Moyamoya-Angiopathie. Das habe ich ja jetzt gerade schon erklärt, dass das aufgezeichnet wird und auf dem YouTube-Kanal von Wascern präsentiert wird, dass Sie zwischendurch eher keine Fragen stellen sollen und nachdem Sie mir jetzt geholfen haben, auch gerne Ihre Kameras wieder stillschalten. Und technische Probleme haben wir jetzt auch ohne diese E-Mail-Adresse gelöst, dank Ihrer Hilfe. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie sehen und hören mich und ich sehe Sie nicht, aber ich kann weiterklicken, immerhin. Was ist überhaupt Wascern? Wascern ist ein Referenznetzwerk für seltene Erkrankungen und das ist eine Organisation, die von der Europäischen Kommission, also von der Europäischen Union finanziert wird und auch gefördert wird. Finanziert wird die Organisationsstruktur, nicht die einzelnen Krankenhäuser. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Und es ist ein Netzwerk von Zentren. Unter anderem gibt es bei Wascern, was sich auf seltene Gefäßerkrankungen spezialisiert hat, dieses neurovaskuläre Netzwerk. Und das besteht aus uns im Krupp-Krankenhaus in Essen, aus einem Krankenhaus in Paris, in Frankreich, aus Experten in Mailand, in Italien. Das sind die drei europäischen Referenzzentren für die Moyamoya-Angiopathie: Essen, Paris, Mailand. Und dann gibt es in diesem Netzwerk noch ein Expertenzentrum für Kadasil. Das ist in Leiden in den Niederlanden. Und Kadasil ist eine andere Erkrankung, die aber da mit in eine Gruppe gepackt wurde. Ja, ich darf mich noch vorstellen, vielleicht kennen mich nicht alle. Mein Name ist Markus Krämer. Ich bin Neurologe, arbeite im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen, was halt ein Teil dieses Wascern-Netzwerkes ist, und bin ehrenamtlich Vorsitzender im Moyamoya Freunde und Förderer Deutschland e.V. Das ist also eine gemeinnützige Organisation, eine Selbsthilfeorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat. Da sage ich aber auch gleich noch ein paar Worte zu, die gesundheitliche Situation von Moyamoya-Patienten zu verbessern. Was wollen wir heute behandeln? Es ist ja so, dass wir wirklich heute jetzt nun viele Gäste haben. Das freut mich sehr und dass der Erfahrungsschatz der einzelnen Gäste ist vielleicht unterschiedlich. Darum fangen wir nochmal ganz am Anfang an, dass wir das definieren und gehen dann so ein bisschen ins Speziellere. Bitte seien Sie nicht frustriert, wenn Sie jetzt nicht alles sofort verstehen. Ich gebe Ihnen gleich auch noch Tipps, wo Sie noch was nachlesen und nachschauen können. Definition Moyamoya-Angiopathie. Da ist es ja so, dass Sie wissen, die meisten von Ihnen wissen, dass Moyamoya auf Japanisch Wölkchen Wölkchen heißt. Und damit sind die Umgehungskreisläufe in der Angiografie gemeint. Wir haben das hier mal in so einer Zeichnung versucht oder in Grafik versucht nachzuvollziehen. Die Definition des Moyamoya-Phänomens ist, Phänomen ist, dass wir das also beschreiben, wie diese Umgehungskreisläufe aussehen. Viele wissen, dass ich mehr von Nebenstraßen spreche als von Wolken, weil man sich vorstellen kann, die Hauptstraße ist verengt, verstopft, verschlossen und dann müssen für den LKW-Transfer, für den Lebensmitteltransport der LKWs müssen die Seitenstraßen benutzt werden, die Nebenstraßen. Also definitorisch ist es so, dass die Erkrankung aber definiert ist, interessanterweise durch diese Verengungen. Und die Verengungen sind per Definition wichtig, da zu sein und den Namen haben aber die kompensatorischen Umgehungskreisläufe. Ich habe hier beidseitig unterstrichen, weil beidseitig bis 2021 das war, was man forderte. Und dann haben wir immer gesagt, einseitige Verläufe sind Varianten. In Arztbriefen vor 2021 steht einseitige Variante der Moyamoya-Angiopathie.
Und mittlerweile ist es aber so, dass die japanischen Diagnosekriterien beinhalten, dass es auch einseitig sein kann. Einseitige Moyamoya-Angiopathie gibt es auch. Klassischerweise ist sie aber beidseitig und ist gekennzeichnet durch eine Verengung dieser inneren Halsschlagader, das gucken wir uns gleich anatomisch an, und der vorderen und mittleren Hirnschlagader. Und das haben wir mal versucht zu malen als Moyamoya-Freunde und Fördererverein. Und das ist eine Zeichnung, wo Sie das Gehirn von unten betrachten und wir zwei Halsschlagadern sehen, zwei Wirbelarterien da weiter hinten. Die sind hier mit Wirbelarterie beziffert. Dann ist das hier, wo innere Halsschlagader steht, auf beiden Seiten die Halsschlagader und die tritt irgendwann durch den Schädel durch und trifft sich im Gehirn mit einem Kreisverkehr, der die Gefäße verbindet. Und bei diesem Durchtritt durchs Gehirn ist es immer noch so, dass es immer noch die innere Halsschlagader ist. Der Name ist etwas missverständlich, weil sie eben nicht nur am Hals ist, sondern sie geht auch ganz kurz durchs Schädelinnere. Schädelöffnung und da ist dann die Problematik der Moyamoya-Angiopathie, dass es da zu Verengung kommt. Und auf der einen Seite haben wir die kranke Seite, auf der anderen die gesunde Seite gemalt mit diesen kompensatorischen Gefäßen, die das versuchen hinzukriegen, wenn die Hauptstraße verengt ist. Dass man das in den 60er Jahren, als die Erkrankung erst beschrieben wurde in Japan, dann Moyamoya nannte, lag daran, dass die damaligen Angiografien, die Katheterdarstellung nicht so hochauflösend waren, dass man das nicht so gut sah damals. Die kleinen Verästelungen wirkten wirklich wie ein Rauchnebel, wie ein Rauchschwaden, wie Sie hier vielleicht mal in einer älteren Angiografie sehen. Die sind mittlerweile viel hochauflösender. Zum Beispiel unser Titelbild mit der Wolke, das ist auch so hochauflösend, dass man das mit dem Rauch gar nicht so gut nachvollziehen kann, wie hier bei so älteren Angiografien, wo das etwas verwischt. Von der Terminologie, von der Begrifflichkeit ist es jetzt so, dass Moyamoya-Angiopathie der Oberbegriff ist. Moyamoya-Erkrankung wird es genannt, wenn man keine andere Ursache findet. Und Moyamoya-Syndrom wäre zum Beispiel etwas, wenn man eine Trisomie 21 hätte, also ein Down-Syndrom oder eine Neurofibromatose von Recklinghausen. Da gibt es sicherlich sehr viele verschiedene Erkrankungen, mit denen es assoziiert ist. Das ist zum Teil auch relevant, weil begleitende Symptome dann wichtig sind zu erkennen und zu therapieren. Es gibt auch mal selten gefäßentzündungsbedingte Moyamoya-Syndrome, zum Beispiel bei Windpocken-Gefäßrheuma. Das wäre auch dann anders zu therapieren. Also diese Unterscheidung ist zumindest früher sehr sinnvoll gewesen. Heutzutage sind wir mehr bei dem Oberbegriff Moyamoya-Angiopathie, weil man immer mehr denkt, je mehr wir forschen, finden wir gar nicht mehr so richtige Moyamoya-Erkrankungen, wo keine andere Ursache zu finden ist. Wahrscheinlich ist es so, wenn man bei jedem ganz genau die Erbanlagen untersucht, dann findet man doch eine Ursache. Aber das ist eher Zukunftsmusik, aber das ist so ein bisschen die Ursache, warum man eher von dem Oberbegriff Moyamoya-Angiopathie spricht. Wenn Sie jetzt sagen, oh, dieses Webinar heute ist aber doch etwas viel auf einmal und viele Informationen, darf ich hier auch ein bisschen Schleichwerbung machen für das Lehrvideo des Moyamoya-Vereins, was gar keine Konkurrenz zu diesem Webinar sein soll, aber wo vielleicht nochmal andere Aspekte, insbesondere die chirurgischen Aspekte, ein bisschen ausführlicher zur Sprache kommen, weil da auch Dr. Diesner, der Neurochirurg aus dem Krupp-Krankenhaus zu Wort kommt und auch vielleicht nochmal andere Forschungsaspekte betont werden, weil Dr. Spitaler da auch etwas erzählt. Also es kann sicherlich zusätzlich zu diesem Webinar, was Sie jetzt gerade hören und sehen, nicht schaden, wenn Sie auch nochmal bei YouTube dieses Lehrvideo sich anschauen auf Deutsch. Mit 39 Minuten. Man kann dann ja auch immer zurückscrollen und sich nochmal etwas anschauen. Und auf Englisch mit 21 Minuten.
Das englische Lehrvideo ist nur zu sehen, wenn man sich einloggt, weil da das Blut, was man da sieht, nicht so frei im Internet sein darf. So, jetzt kommt es zum Thema Häufigkeit. Sie alle wissen, die Sie sich mit Moya Moya beschäftigen, dass es eine seltene Erkrankung ist. Aber die Frage ist, wie selten ist es wirklich? Gibt es da Daten zu? Und die Moya Moya Erkrankung ist ja eine Erkrankung, die häufiger in Japan und Korea vorkommt. Und da kennt man zwei Alterspeaks, nämlich bei Kindern um das fünfte Lebensjahr und dann bei Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Und in Japan ist es gar nicht so selten, auch da ist es eine seltene Erkrankung, aber immerhin betrifft es 6 bis 10 auf 100.000 Einwohner. Neue Erkrankungen in Japan 0,54 pro 100.000, also zwischen 0,54 und 0,94. Das gibt unterschiedliche Daten auf 100.000, aber wenn man jetzt also in einer 500.000 Mann-Stadt lebt, dann wären das doch fast fünf Betroffene zum Beispiel im Jahr. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Es gibt familiäre Fälle. Wie sieht es jetzt in Europa aus? Das wissen wir nicht so sehr. Die geschätzte Neuerkrankungshäufigkeit ist dort deutlich sehr, geringer. In den USA, was ja eine gemischte Volkszugehörigkeit hat, dadurch, dass so viel in die USA eingewandert wurde, gibt es Zahlen, die sind höher als die, die in Europa geschätzt werden, aber wiederum geringer als die, die in USA bestehen. Es gibt in Skandinavien bessere Gesundheitsregister. Die sind vielleicht nicht ganz so in Sorge wie um den Datenschutz wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da ist es so, dass es Gesundheitsdaten gibt, die sagen 0,547 Betroffene auf 100.000 Einwohner. Das wären also, da ist bei den Fällen ein drittes L reingeraten, 2,7 neue Fälle pro Jahr. Wobei diese Daten, wenn man so denkt, sind die jetzt genau auf Deutschland vergleichbar? Die betreffen in Dänemark 80% Europäer. Das heißt, da sind 20% Nicht-Europäer dabei. Die dänische Gesellschaft oder Bevölkerung hat nicht 20% Nicht-Europäer und das ist auch in Deutschland nicht so ein hoher Anteil. Das ist also doch etwas verzerrt, weil da doch auch viele Asiaten dabei sind. Wenn man das trotzdem jetzt auf Deutschland hochrechnen würde, das habe ich mal versucht mit meinen alten Dreisatzkenntnissen, wenn man das dann also schaut, wie viel Einwohner hat Dänemark, wie viel Einwohner hat Deutschland, müsste man so etwa auf 39 neue Fälle im Jahr in Deutschland kommen und in der Europäischen Union wären es etwa 210 Fälle. Wobei man sagen muss, diese Hochrechnung stimmt natürlich nur, wenn man meint, dass überall in Europa das gleich verteilt war. Wenn man bedenkt, dass 20% nicht Europäer da war, Kaukasier soll Europäer heißen und dass man auch nicht unbedingt davon ausgeht, dass eine hohe Dunkelziffer ist. Ich persönlich würde davon ausgehen, dass wir eine sehr hohe Dunkelziffer haben und dass die wahren Zahlen viel höher ist. Also Dunkelziffer heißt, dass wir es nicht erkennen. Wir selbst haben uns mal die Häufigkeit und die Verteilung so ein bisschen angeschaut, und haben 200 deutsche Patienten analysiert, haben da gesehen, dass Frauen dreifach häufiger betroffen sind als Männer und dass das Alter bei den ersten Beschwerden bei 32 lag und dass es dann dauerte, bis die Diagnose gestellt wurde, bis 36. Das ist aber auch wieder wissenschaftlich etwas verzerrt, weil wir im Alfred-Krupp-Krankenhaus als ein Teil dieses europäischen Referenznetzwerks klassischerweise keine Kinder behandeln. Wir beraten Kinder und wir beraten Eltern, aber wir behandeln selbst keine Kinder, sodass hier Kinder ausgenommen sind. Wenn man da jetzt noch Kinder reinrechnet, sind die Durchschnittszahlen dann natürlich viel geringer.
Jetzt kommt ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, nämlich die Ursachen. Warum sucht man nach Ursachen? Bringt es doch gar nicht zu wissen, denkt man, weil was bringt es, wenn man das hat? Doch die Hoffnung ist natürlich, dass Ursachenerkenntnis auch eventuell in der Zukunft therapeutische Optionen ergeben. Ja. Und das ist jetzt schon fast das komplizierteste Slide der Präsentation, nämlich die Double-Hits-Hypothese. Double-Hits-Hypothese soll heißen, es braucht verschiedene Auslöser. Hits sind so Auslöser, so Trigger, verschiedene Auslöser, die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ich persönlich erkläre das lieber mit diesem Zahnrad und dieser Kaskade von Zahnrädern, weil wir auch ein paar Zahnräder da verstanden haben und dann aber viele andere Zahnräder, die eine Rolle spielen, nicht verstanden. Bei Japanern ist es jetzt auf jeden Fall so, dass ererbte Veranlagung eine Rolle spielt, und zwar dieses Ringfinger 213-Gen. Das ist in Japan, Korea und Teilen von China ein Teil dieser Hypothese oder dieser Zahnräder. Double Hits heißt, also ein Teil ist das. Und dann gibt es andere Faktoren wie diese Gefäßwand, Vorläuferzellen, Gefäßwandabnormitäten. Es hängt auch so ein bisschen von Scherstress zusammen, dass da ja so Teilungsstellen sind, wo das Blut so ganz schnell drauf rast, dass das eventuell Trigger sind und Teile des Zahnrads. Und dann ist es aber so, obwohl wir immer sagen, Moyamoya ist eine nicht entzündliche Erkrankung, nur bei ganz wenigen spielt ein Gefäßrheuma, Windpocken und so eine Rolle, ist es so, dass trotzdem ganz, ganz viele eine Schilddrüsenautoimmunerkrankung haben. Viele von ihnen haben eine Hashimoto-Thyreoiditis und es gibt auch gewisse Triggerfaktoren im Veranlagungssystem, was mit Autoimmunfaktoren zu tun hat. Und dann kommt es zu dieser Gefäßwandeinengung, dieser verengten Hauptstraße, Minderversorgung und dann muss der LKW mit den Lebensmitteln aber gucken, wie kommt er ans Ziel und er nutzt die Nebenstraßen. Die Nebenstraßen sind zum Teil schon da, die werden aber zum Teil auch neu ausgebildet und das heißt Gefäßneubildung. Da gibt es Faktoren, die dazu führen, dass das ausgebildet ist. Hier sehen Sie schon so ein paar Stichworte wie hier oben mit diesen Gefäßvorläuferzellen. Das sind so ein paar Fachbegriffe VEG, FR2 plus Zellen und unten hier diese endothelialen Progenitorzellen, also so ein paar Abkürzungen. Sie sollen daran jetzt nicht alles verstehen, sondern Sie sollen nur sehen, aha, man hat schon ein paar Zahnräder verstanden, aber nicht alle. Ja? Histologisch, also im Mikroskop, findet man dann etwas, was so aussieht, wie hier nebenan gezeichnet, dass so ein Gefäß nicht so schön rund ist, sondern so geschlängelt ist, dass die Anatomie der Gefäßwand verändert ist, anders als bei Gesunden. Und dass das Charakteristische für die Moyamoya ist. Wir haben uns das auch bei einer deutschen Körperspenderin angeschaut. Sie wissen das vielleicht, dass man nach seinem Tod theoretisch den Körper der Wissenschaft verschreiben kann. Und da hat eine deutsche Patientin den Wandaufbau der Gefäße genauso wie bei Asiaten. Das heißt, dass wir eigentlich der Überzeugung sind, dass die sogenannte pathophysiologische Endstrecke, das soll heißen, so wie die Erkrankung dann am Schluss sich zeigt und wie es dann aussieht, bei Deutschen oder Europäern gleich ist wie bei Asiaten. Aber vielleicht die Triggerfaktoren, diese Zahnräder andere sind und auf jeden Fall mindestens ein Zahnrad anders ist, nämlich diese Ringfinger 213 Genetik, die bei Deutschen nicht so zu finden ist. Bei Asiaten, also wir reden hier nicht von
Thailändern, Vietnamesen, Indern, das sind auch zum Teil Asiaten, aber wir reden wirklich jetzt in dem Fall von Ostasiaten, nämlich Japanern, Koreanern und Chinesen, ist es wirklich dieses Ringfinger 213 Gen, was in 95% der familiären Fälle ursächlich ist und bei 79% der Fälle, wo keiner in der Familie betroffen ist. Es ist aber so, dass nicht jeder, der diese Mutation hat, Moyamoya entwickelt. 1,4% der Normalbevölkerung in Japan haben diese Mutation und entwickeln trotzdem kein Moyamoya. Da wäre also schon interessant zu wissen, wie kommt das? Man versucht sich solchen Fragestellungen ja mit Tierversuchen zu nähern. Viele sind ja gegen Tierversuche, aber Tierversuche geben natürlich die Möglichkeit, eine Erkrankung zu verstehen, eventuell Therapie zu testen. Es gibt noch kein gutes Maus- oder Ratten, geschweige denn Affenmodell für Moyamoya. Es gibt nur eine Zebrafisch-Mutation. Also in einem Zebrafisch wurde diese Mutation erzeugt und man sah dann, dass sollen die Pfeile in der unteren Grafik zeigen, dass der Aufbau der Gefäßwände anders ist. Sie sehen aber schon, ohne dass Sie Expertin für die Anatomie des Menschen sind, dass dieser Zebrafisch schon sehr weit entfernt vom Menschen ist, sodass das auch jetzt kein perfektes Modell ist. Also da wären Maus, Ratten oder insbesondere Affenmodell natürlich viel hilfreicher. Was sind jetzt die Ursachen bei Deutschen? Wir erforschen das und wollen zumindest einen Teil der Zahnräder, nämlich die erbliche Veranlagung, gerne verstehen und suchen deshalb immer Menschen, die interessiert sind, an der Forschung weiterzuhelfen. Bisher war es so, dass die Erbanlageanalyse nur forschungsrelevant war, dass wir hier verschiedene Familien gefunden haben, die mehrere betroffene Angehörige haben. Also alle schwarz gezeichneten Figuren, Frauen sind rund, Männer sind eckig, hier gezeichnet, sind erkrankt. Das sind also alles Familien mit mindestens zwei Mitgliedern. Und bei denen ist es schon so, dass es hilfreich war, Ursachen zu suchen, weil wir da gefunden haben, aha, das spielen gewisse Gene eine Rolle. Ja. Und es ist jetzt zunehmend so, dass wir auch in der regulären Krankenversorgung Patienten anbieten können, eine gewisse Anzahl von Genen zu analysieren. Wobei es eben nicht so ist wie bei Japanern, dass ein einziges Gen definitiv untersuchbar ist und damit man sagen kann, das ist verantwortlich. In Japan ist es zum Beispiel so, wenn Sie einen Ringfinger 213 Gen haben, können Sie zum Beispiel Ihrer Schwester, Ihren Kindern raten, analysiere das. Wenn du das nicht hast, ist es sehr unwahrscheinlich, fast ausgeschlossen, dass du Moyamoya entwickelst. Und wenn du das hast, heißt es auch nicht, dass du Moyamoya entwickelst, weil wir haben ja gesehen, dass 1,4% der Normalbevölkerung das auch haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dafür gefährdet bist, ist höher. Darum bleibst du wachsam, gehst zu Kontrollen. Das ist etwas, was die europäischen Leitlinien bei Europäern nicht empfehlen, diese Analyse, weil da eben nicht ein einziges Gen verantwortlich ist. Man kann aber trotzdem darüber sprechen, mal 10 bekannte Gene analysieren zu lassen. Das ist jetzt eine ganz, ganz neue Entwicklung, die wir auch anbieten, ohne dass das aber so eindeutig ist wie bei Japanern, dass das wirklich den Angehörigen weiterhilft. Aber es soll einfach nur Ihnen zeigen, dass diese Forschung wirklich so verschiedene Angriffspunkte, dass diese ganzen Murmeln hier sind verschiedene Gene, die so miteinander zusammenspielen. Und das soll das so ein bisschen zeigen, was ich da mit Kaskade von Zahnrädern. Ja?
Hier habe ich Ihnen, das sollen Sie gar nicht mehr erlesen, Sie sollen nur sehen, dass wir versuchen, in der Europäischen Union am Ball zu bleiben mit der Erforschung der Moyamoya-Angelpartie. Und das ist auch was CERN, wie gesagt, fördern will. Unser Gastgeber heute, dieser Austausch von europäischen Experten. Und hier habe ich Ihnen mal die Päpstin mitgebracht, sozusagen die Päpstin der Genetik. Moyamoya-Genetik ist ja die Erbanlagenforschung. Das ist Elisabeth Toniela-Serf. Das ist eine mittlerweile schon, darf man vielleicht sagen, etwas ältere Pariser Professorin, die wirklich sich sehr, sehr gut auskennt mit Moyamoya, selbst auch andere Erkrankungen, dieses Kadasil, was ich gesagt hatte, erkannt hatte von vor vielen, vielen Jahren, also schon Erkrankungen neu entdeckt hat, beschrieben hat und auch sich zum Ziel gesetzt hat, tatsächlich Moyamoya-Ursachen zu finden. Mit der arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ich habe Ihnen auch die amerikanische Päpstin mitgebracht. Das ist Frau Milewitsch, die auch ganz viel zu Moyamoya forscht, also zur Genetik von Moyamoya. Also da haben wir starke Genetikerinnen in der nicht-asiatischen Welt, die versuchen, diese Erkrankungen zu erforschen. Ich habe Ihnen nur zur Verwirrung mal solche Grafiken aus Veröffentlichungen mitgebracht. Da bin ich auch beteiligt an dieser Veröffentlichung, was aber nicht heißt, dass ich diese Grafik verstanden habe. Ich will Ihnen nur anhand der Grafik zeigen, es sind sehr komplexe Forschungen und die Hoffnung ist, dass das irgendwann Ihnen mal was bringt. Zum Thema Bringen hatte ich gerade schon gesagt, dass man zum Beispiel in Japan so die Situation hat, dass wenn man selbst diese Mutation hat, Schwester, Bruder, Sohn, Tochter, das theoretisch analysieren können und dann, wenn er es nicht hat, beruhigt sein kann und wenn er es hat, nur ein bisschen wachsamer sein kann. Das ist bei Europäern sicherlich schwierig, weil wir bei Europäern viele verschiedene Gene wahrscheinlich haben. Wir werden in Zukunft in der regulären Krankenversorgung mal eine Analyse von 10 Genen anbieten können. Aber es ist sicherlich so, dass bei Europäern vielleicht, wir wissen es nicht, 20, 30, 40 Gene verantwortlich sein könnten. Eben nicht wie in Japan eins. Hier ist eine Familie, die ich Ihnen mitgebracht habe, der betroffene Patient Nummer 6. Hier dieses Quadrat Nummer 6 hat mir erlaubt, dass ich das zeige. Da war es so, dass betroffen waren der Bruder von Nummer 6, Nummer 7 und die Mutter von 6 und 7, nämlich Nummer 3. Die hatten Moyamoya, der Onkel Nummer 5 hat nur so ein bisschen Gefäßproblematiken, die aber nicht wirklich Moyamoya ist, darum ist er grau. Bei dieser Familie haben wir die Erbanlagen analysiert im Rahmen einer Studie. Das war nicht im Rahmen der regulären Krankenversorgung. Und man hat dann gesehen, dass dieses Plus-Minus da der Bruder Nummer 6 auch hat. Aber zu dem Zeitpunkt kein Moyamoya hatte. Man muss aber auch sagen, sein Cousin und seine Cousine Nummer 9 und Nummer 8 haben diese Erbanlagen auch und haben auch kein Moyamoya. Ja, jetzt sagt man wieder, hat mich das jetzt so weitergebracht? Dieser Patient war sehr gewissenhaft und sagte, ich sehe, wie schlecht es meinem Bruder und meiner Mutter geht. Ich möchte Vorsorge leisten und hat sich 2012, 2015, 2017 und 2019 untersuchen lassen. Und selbst ich muss es zugeben, dass ich nicht gedacht hätte, dass dann kurz später tatsächlich 2, 3 Jahre später sich eine einseitige Moyamoya-Erkrankung entwickelt hat, die wir frühzeitig festgestellt haben in einem Screening, ohne dass das Kind in den Brunnen gefallen war, ohne dass ein Schlaganfall entstanden ist. Es heißt jetzt nicht, dass Erbanlagenanalyse immer für Angehörigen so hilfreich sein kann wie hier in diesem vorliegenden Fall, aber das könnte die Zukunftsmusik sein. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es im Moment noch nicht so ist, dass man das versprechen kann, dass eine Erbanalyse etwas ergibt. Aber das muss man individuell überlegen.
Symptomatik. Wir kommen zum nächsten Themenblock. Symptomatik haben wir uns angeschaut. Bei unseren Patienten sind es insbesondere die vorübergehenden Schlaganfallsymptome, die sehr häufig auftreten. 71%. Mindestens ein Schlaganfall trat auf bei 82% der Patienten. Hirnblutungen sind bei Europäern wahrscheinlich etwas seltener als bei Japanern, Koreanern und Chinesen, nämlich mit 9,5%. Kopfschmerzen sind sehr häufig. Epilepsie ist auch häufig, das liegt aber an Narben im Gehirn, ist jetzt nicht ohne Narben im Gehirn üblicherweise. Ohnmachtsanfälle, Aufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen sind hier in dieser Umfrage sicherlich sehr unterschätzt. Das ist eine sehr frühe Umfrage, die noch nicht so ganz so genau auf Konzentration und Aufmerksamkeit fokussiert war. Augeninfarkte sind, glaube ich, wirklich so selten, wie sie hier mit 1,5% gezeigt sind. Was uns auch immer interessiert, in welchen Situationen treten die Symptome auf? Kann man vor der OP oder wenn eine OP gar nicht nötig ist oder gewünscht ist, kann man auch Situationen meiden, die zu diesen Symptomen führen? Und das hat ein indischer Kollege analysiert und hat gefunden, bei 160 indischen Moyamoya-Patienten, dass emotionaler Stresssymptome triggert. Fieber, Durchfall, heißes Bad. Fieber, Durchfall, heißes Bad sind alles Faktoren, die den Blutdruck erniedrigen und dann kommt weniger oben an. Und schwere körperliche Erkrankungen und scharfes Essen haben Einfluss auf die Gefäßweite. Ja, das wären so Trigger. Wie kommt es jetzt nun zu diesen Tias und Schlaganfällen? Da ist es wichtig zu unterscheiden, dass diese Schlaganfälle und Tias insbesondere durch zu wenig oben ankommendes Blut bedingt sein können, also hämodynamisch. Das ist bei Europäern sicherlich vom Mechanismus. Wir hatten ja gesagt, diese Körperspende der verstorbenen Patientin in Deutschland zeigte, dass das Endergebnis bei Moya Moya sehr ähnlich aussieht wie bei Asiaten. Das ist letztendlich von der Symptomatik und vom Mechanismus, dass das Blut zu wenig da oben ankommt, ähnlich wie bei Asiaten. Und wir haben in verschiedenen Studien relativ hohe Schlaganfallrisiken gesehen. Das soll Sie jetzt nicht zu sehr schrecken. Aber es ist tatsächlich so, dass etwa 80% Schlaganfallrisiko in 5 Jahren ohne Bypass-Operation gesehen wurde. Bei denjenigen unter Ihnen, die keinen Bypass brauchen sollen und so weiter, bei denen ist das sicherlich so, dass sie aus der Statistik fallen. Aber das war jetzt erstmal das Gros der Patienten, wie das immer bei Statistik ist, dass man natürlich da über einen Kamm scheren muss. Diese TIAs, die vorübergehenden Durchblutungsstörungen, sind Warnsymptome für bleibende Durchblutungsstörungen. Also der Unterschied zwischen einer TIA und einer Schlaganfallsymptomatik ist, ein bleibender Schlaganfall ist, dass beim bleibenden Schlaganfall Gewebe zugrunde gegangen ist, minder durchblutet ist und dann geschädigt wurde. Und bei der TIA, bei der vorübergehenden Durchblutungsstörung, dass sich dann wieder erholt hat und die Funktion nicht gegangen ist, sondern nur vorübergehend gestört war. Und darum muss man aber eine TIA sehr ernst nehmen und abklären, ob die wirklich ein Warnsymptom ist. Was gibt es jetzt für Schlaganfallsymptome? Halbseitige Lähmung, Gangstörung, Feinmotorikstörung. Bei den Gefühlsstörungen, die hier aufgeführt sind, will ich etwas relativieren. Es gibt ganz viele Moyamoya-Patienten, die vorübergehendes Kribbeln, Taubheit und so weiter spüren, ohne dass das jetzt immer ein schlimmes Warnsymptom ist. Das müssen Sie mit Ihrem Neurologen einordnen. Aber wenn das ohne Bypass-Operation auftritt, kann es schon ein Warnsymptom sein. Sprachstörungen, Probleme zu lesen, zu schreiben, Sehstörungen, Minderbeachten einer Seite sind sicherlich Warnsymptome. Konzentrationsstörungen, Probleme mit dem Multitasking ist etwas, was in den Studien auch mit der Minderversorgung des Gehirns mit Blut zusammenhängt. Jetzt ist es nicht so, dass nach der Bypass-Operation, wir kommen später ja noch drauf, diese Symptome alle immer hundertprozentig weg sind. Insbesondere das mit der Multitasking-Fähigkeit ist weiter etwas, mit dem Sie
zu dem sie üben müssen, rehabilitieren müssen in vielen Fällen. Aber es ist so, dass die Minderdurchblutung ursächlich am Anfang zumindest ist. Hirnblutung, ein schwieriges Thema, weil es bei Europäern etwas seltener ist, haben wir es auch noch nicht gut genug verstanden. Wir gehen davon aus, dass die kleinen Nebenstraßen, auch mag ich diese Metapher mit den Nebenstraßen lieber als mit der Wolke, die Nebenstraßen einfach überlastet sind vom Hauptstraßenverkehr, von den LKWs, die da durchfahren, durch die Nebenstraßen, Bürgersteig und Standstreifen schon mit benutzen. Und dann kann es zu so Aussackungen sehen. Diese weißen Pfeile sollen so Aussackungen zeigen im 7 Tesla MRT, in so einem sehr hochauflösenden MRT. Und hier, da gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Auf der rechten Seite sieht man, dass vor der OP so viele kleine weiße Stippchen zu sehen sind. Das sollen diese ganzen Nebenstraßen sein, die sich dann nachher nach der Bypass-Operation zurückgebildet haben. Aber das zeige ich Ihnen später nochmal genauer. Kopfschmerzen, sind sehr häufig. Nicht jeder, der Kopfschmerzen hat, muss beunruhigt sein. Kopfschmerzen sind auch was mit Moya Moya assoziiert ist, ohne dass es jetzt wirklich ein Warnsymptom ist. Die meisten Patienten mit Kopfschmerzen haben eher migräneartige Kopfschmerzen. Wir erforschen das auch, das Thema Kopfschmerzen. Und da gehe ich gleich noch kurz bei der Therapie ein, dass es auch ein neues Medikament für Migräne bei Moja Moja gibt, was wir auch gerne begleiten, diese Therapie, weil Kopfschmerzen wirklich sehr häufig sind bei Moja Moja. Aber es heißt nicht, dass Kopfschmerzen ein Warnsymptom sind. Trotzdem haben viele Patienten nach der Bypass-Operation weniger Kopfschmerzen. Viele haben aber auch ohne Bypass-Operation, nämlich schon nach Hinzudosieren von AS-S100 weniger Kopfschmerzen. Aber das ist leider nicht jedem vergönnt. Und selbst wenn man Kopfschmerzen hat, bitte keine Sorge darüber machen. Aber natürlich, wie immer, kann ich in so einem Webinar Ihnen keine allgemeingültigen Tipps geben, sondern das ist natürlich immer was Sie mit Ihrem Neurologen besprechen müssen. Sonstige Symptome ist zum Beispiel der Bluthochdruck. Bluthochdruck soll heißen, dass es auch so ist, dass so ein bisschen der Körper sich bemüht, das Blut hochzupumpen. Das nennt man Pressure-Passive-Bluthochdruck, das heißt Erfordernis-Bluthochdruck. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass man Moja Moja hat, wäre es jetzt auch ungünstig, den Blutdruck radikal runter zu pressen, sondern wir empfehlen eine stückweise Anpassung des Blutdrucks. Wenn man gut abgenommen hat oder mehr Medikamente hat oder es gibt verschiedene Faktoren, dass man den Blutdruck erniedrigt haben kann, dann muss man so ein bisschen aufpassen. Sonstige Symptome wären, wie gesagt, diese Epilepsie, das hatte ich schon kurz erwähnt. Durch Narben im Gehirn gibt es so falsche elektrische Erregung. Das ist manchmal schwierig, das von TIAs abzugrenzen, wenn man so ein kurzes Kribbeln hat. Psychosomatische Symptome ist bei seltenen Erkrankungen auch nicht so selten, dass man einfach sehr verunsichert ist. Sie tun ja jetzt was schon gegen die Verunsicherung, indem Sie so ein Webinar sich anschauen, aber tatsächlich fühlen sich ja auch viele Moja Moja Patienten reingelassen, was ja der Moja Moja Verein versucht zu schließen, diese Lücke. Aber Angststörung, Anpassungsstörung, Depression, allerdings auch Suchtmittelmissbrauch spielt bei Moja Moja durchaus eine Rolle. Geistiger Abbau ist eher bei Kindern, dass wenn man lange Moja Moja hat, ohne behandelt worden zu sein, man vielleicht nicht ganz so die Leistungschancen in der Schule und im Beruf hat wie ein gesundes Kind und ein gesunder Mensch. Bewegungsstörung ist auch etwas Seltenes eher, dass es so zu choreatiformen nennt man das, Veitstanzartigen, also komischen Bewegungen kommen kann durch Minderdurchblutung von Hirnarealen, die auch was mit Bewegung zu tun. Das sind also Hirnareale, die auch beim Parkinson zum Beispiel eine Minderbeweglichkeit machen. Und wenn man mit Parkinson-Medikamenten überdosiert sind, eine Überbeweglichkeit. Und so ist das ungefähr auch bei Moja Moja, wenn da bestimmte Areale unterdurchblutet sind. Das war bei unseren Patienten auch nicht so selten wie gedacht, nämlich etwa
47% hatten Bewegungsstörungen. Das war besser nach der Bypass-Operation. Am häufigsten war noch die Limb-Shaking-Tia, das heißt ein Zittern des Armes zum Beispiel. Ja. Wie ist es jetzt mit der Diagnostik? Die Diagnostik ist in jedem Zentrum so ein bisschen anders. Es ist auch so, dass in diesen europäischen Referenzzentren man sich so ein bisschen verständigen will. Was ist jetzt das Sinnvolle? Was ist empfehlenswert? Wir haben in Deutschland ja außer uns im Krupp-Kranken auch andere Expertenzentren, die auch es sicherlich sehr gut machen, zum Beispiel Tübingen und Berlin. Große Experten auch da. Aber jeder macht es so ein bisschen anders, hält andere Sachen für wichtig. Das ist nicht so, dass der eine da rechter hat als der andere. Aber ich will Ihnen das ein bisschen vorstellen. Diese Leitlinien sind jetzt die ersten europäischen Leitlinien, die die Europäische Schlaganfallgesellschaft herausgegeben hat, sind jetzt erstmals in den letzten Jahren erarbeitet worden und sind erstmals so eine kleine Richtschnur für Diagnostik und Therapie. Und man kann das aber natürlich auch kritisieren, weil diese Daten, die sich jetzt an europäische Patienten wenden, sind auf Basis von asiatischen Daten entstanden. Und wie immer bei Kompromissen, das kennen Sie selbst in der Familie, im Beruf oder von früher, dass wenn so viele Leute zusammen einen Artikel schreiben, dass es auch immer der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja. Hier ist es aber trotzdem so, dass hier Tipps gegeben werden zur Diagnostik in dieser Veröffentlichung dieser Leitlinie. Ich persönlich empfehle Ihnen immer, wenn Sie Ihrem Hausarzt oder Ihrem Neurologen was einen Tipp geben wollen, oder vielleicht ist es auch etwas ja, grenzüberschreitend, wenn Sie da selbst einen Tipp geben, aber wenn diese sich interessiert zeigen, Ihre Hausärzte oder sonstige Ärzte, haben wir versucht, diese Quintessenz dieser englischen Leitlinien, englischsprachigen Leitlinien in einem sogenannten White Paper zusammenzufassen, was recht aktuell ist. Update zur Diagnostik und Therapie der Moyamoya-Angiopathie von Zürich, Berlin und Essen geschrieben. Und da können Sie, wenn Sie Lust haben, sich mal diesen Link abfotografieren. www.kurzelinks.de/moyamoya. Das wäre also, was die Diagnostik betrifft und die Therapie, ein sogenanntes White Paper für Ärzte. Was heißt White Paper? Soll heißen, man kann sich da nicht nachrichten. Weiß soll immer gut sein. Ne? Rot Paper wäre schlecht, rot hieße, das darf man nicht machen. Ne? Ja, aber was sollen Sie jetzt diagnostisch machen, die Ärzte mit Ihnen? Die sollen erstmal sprechen mit Ihnen, sollen erstmal fragen, sollen gucken, in welchen Situationen traten die Symptome auf? Hatte das was mit diesen Triggerfaktoren zu tun, die da die Inder erkannt haben? Haben Sie ein Moyamoya-Syndrom? Wir hatten gesagt, Moyamoya-Syndrom ist das, was mit anderen Erkrankungen assoziiert ist. Wir als Neurologen finden immer gut, wenn man Ultraschall macht, weil Ultraschall etwas sehr Harmloses ist. Zum Beispiel Kinder, Geschwister können sich per Ultraschall screenen lassen. Das hat keine Strahlenbelastung, ist preiswert. Allerdings muss man es natürlich können, durchführen können. Und aber natürlich bei den Betroffenen selbst ist auch das MRT, das Kernspin, sehr, sehr wichtig. Das ist ja die laute, enge Röhre, die Sie alle kennen, von Gehirn und Gehirngefäßen. Die Hirngefäße selbst sind ohne Kontrastmittel darzustellen. Wofür wir meist Kontrastmittel brauchen, ist die Darstellung, wie viel Blut kommt oben an. Ja, wir spritzen Kontrastmittel ins Blut und gucken, wie viel Blut kommt oben an. Ist das symmetrisch? Ja. Hier ist ein Bild mitgebracht, wo Sie mal akute Schlaganfälle sehen. Alles Weiße sind die akuten Schlaganfälle und Sie sehen, es kann auch mal beidseitig passieren. Auf der rechten Seite sind diese versprenkelten Pünktchen. Das sind tatsächlich Schlaganfälle im Rahmen eines Gerinnselabgangs. Man könnte meinen, dieses Gerinnsel muss ja von weiter unten vom Herzen kommen. So wäre das sonst in der Neurologie, dass man denkt, wenn sowas beidseits ist, muss es vom Herzen hochgesaust sein. Aber
Hier in dem Fall entsteht es tatsächlich in der Verengung beidseits aufgrund von irgendwelchen Faktoren, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Also es gibt gerinnselbedingte Schlaganfälle und auf der linken Seite sieht man, dass die Zuständigkeit zwischen den Hirngefäßen, man nennt das letzte Wiese, also das eine ist die Zuständigkeit vom vorderen Hirngefäß, das andere vom mittleren Hirngefäß, die ist minder durchblutet, weil so nach dem Motto bei der letzten Wiese auf der Grenze zwischen den Grundstücken kommt das Blut nicht so richtig an. MRT kann die Verengung zeigen, ist aber manchmal auch nicht ganz richtig. Das heißt, wenn man es genau wissen will, muss man tatsächlich Katheter anbringen. Wir glauben, dass in den meisten Fällen man nur einmal im Leben das machen muss. Es gibt aber Kollegen, die sagen, ach, es ist gut, auch nach der Bypass-Operation zu gucken. Die haben sicherlich auch nicht ganz Unrecht. Wir glauben, dass man zur normalen Kontrolle auch MRT und Ultraschall macht. Aber man sieht mit der Katheterangiografie tatsächlich am besten, darum nennt man das Goldstandard. Und da sieht man so verschiedene Stadien, so sieht es am Anfang aus, dann geht es weiter und so weiter. Das haben wir auch mal analysiert. Das war die Frau Pilgrim-Pastor, die hier abgebildet ist, die hat mal die Angiografien von europäischen Patienten ausgewertet. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen, gibt es da gewisse Gesetzmäßigkeiten, aus denen wir was lernen können. Und sie hat gesehen, dass die Patienten, die eine Hirnblutung hatten, zu höherem Prozentsatz viele Kollateralen. 4 bis 5, so Suki Stadium 4 bis 5 soll heißen, die hatten viele Nebenstraßen. Die haben eher eine Hirnblutung gehabt als die mit wenig Nebenstraßen. Also unter denen mit Hirnblutung waren die mit wenig Nebenstraßen weniger als die mit vielen Nebenstraßen. Bei den TIAs wiederum war es genau umgekehrt, dass diejenigen, die eine Minderdurchblutung hatten, hatten eher schlechtere Nebenstraßen als gute. Das ist auch eigentlich logisch. Wenn man viele Nebenstraßen nutzt, dann kommt das Blut da an, aber die Nebenstraße ist eventuell überlastet und kann platzen. Wenn man wenig Nebenstraßen hat, dann blutet das nicht so sehr wahrscheinlich, aber man hat eher das Risiko, dass der Lebensmitteltransport dann nicht ans Ziel gelangt. Ja. Wir machen noch andere Untersuchungen, zum Beispiel Kontrastmittel im MRT spritzen und gucken, wie es oben ankommt. Kollegen in Berlin und in Tübingen machen da oft auch PET und SPECT. Wir machen auch dann noch spezielle Ultraschalluntersuchungen, die hier abgebildet sind. Das sind die sogenannten Embolie-Detektion und Vasomotorenreserve. Das hat sich der Dr. Pomsch mal angeguckt. Das ist ein Mitarbeiter von mir, der mal analysiert hat, bei wie vielen Patienten sieht man so Gerinnsel? Ja, Gerinnsel, die ja auch eine Schlaganfallursache sind, die nicht mit einer Bypass-Operation zu behandeln ist, diese Schlaganfallursache, weil das Gerinnsel sich in der Engstelle bildet und nichts mit dem Bypass zu tun hat. Und das ist eine aufwendige Untersuchung, wo der Untersucher oder die Untersucherin, in unserem Falle Frau Drechshage oder Frau Tiefensee, eine halbe Stunde schallen die Hirngefäße und gucken, gehen da Gerinnsel ab, gucken und hören, ob da Gerinnsel abgehen. Und wir haben bei 10% der Patienten Zeichen für Gerinnsel gefunden. Und dies war assoziiert mit einer zeitlichen Nähe zu einem Schlaganfall. Und eine Umstellung der Gerinnungsmedikation, zum Beispiel wenn man ASS um Clopidogrel ergänzte oder umstellte, weil das vielleicht nicht wirksam war oder irgendwelche Gründe, dann kam es zu einer Auflösung der Gerinnsel. Was soll uns diese Untersuchung zeigen? Es ist so, wir reden jetzt schon die ganze Zeit von der Bypass-Operation, um den Spannungsbogen zu erhöhen. Gleich kommen wir ja zur krönenden, goldenen Therapie der Bypass-Operation. Aber das ist nicht die einzige Therapie, das will ich damit herleiten, dass diese Untersuchung jetzt hier zeigt, mit dieser Embolie-Detektion vom Dr. Pomsch, dass auch das wichtig ist zu gucken, ist ASS richtig, ist ein anderes Gerinnungsmedikament wichtig. Also das ist auch zur Verhinderung von gerinnselbedingten Schlaganfällen. Welche Diagnostik machen wir sonst noch? Natürlich neurologische Befragung untersuchen. Wir wollen gucken, ist ein Gefäßrheuma, Nervenwasserpunktion. Wir gucken uns auch andere Organe an, zum Beispiel das Herz, den Blutdruck.
Das sind so Faktoren, die wir untersuchen. Jetzt kommen wir endlich zur Krönung. Ich versuche auch ohne neurochirurgischen Mitreferent heute, wie gesagt, im Video des Moja-Moja-Vereins habe ich neurochirurgische Unterstützung. Können Sie im Internet sich angucken. Hier versuche ich das jetzt alleine hinzukriegen, Ihnen zu erklären, aber Sie, die meisten, sowieso schon verstanden, wie das mit der Therapie aussieht. Auch hier sind wieder die Leitlinien hilfreich. Es ist nämlich gar nicht so richtig klar, wer muss operiert werden und wer nicht. Das ist individuelle Abwägung und diese Leitlinien, die können da helfen mit der Entscheidung. Die Wahl der operativen Strategie sollte am besten der Neurologe mit dem Neurochirurgen und der Neurochirurgin zusammentreffen. Hier ist es ja so, dass wir ein Team sind, Herr und Frau Dr. Diesner in diesem Europäischen Referenzzentrum in Essen, in Berlin aber Professor Vaikozhi und Team und in Tübingen Professor Roder und Team. In Zürich Frau Professor Kahn und Team. Das sind ja so die deutschsprachigen Experten. Und da geht es immer um die Frage, ist eine direkte Bypass-Operation sinnvoll oder eine indirekte oder aber eine Kombination von den Faktoren. Was ist jetzt die indirekte Bypass-Operation? Die indirekte Bypass-Operation ist insbesondere bei Kindern zu überlegen, wenn das Spendergefäß der direkten Bypass-Operation, bei der man nämlich ein Schläfengefäß klaut, der Kopfhaut und den Haaren und der Schläfe klaut und verbindet, das ist bei der direkten Bypass-Operation so, ist bei der indirekten Bypass-Operation so, dass gut durchblutetes Gewebe aufs Gehirn gelegt wird, um Gefäßaussprossung abzuwarten. Das macht man insbesondere, wenn das Spendergefäß so dünn und klein ist, dass man es nicht hinkriegt mit der direkten Bypass-Operation. Das ist sicherlich bei Kindern, aber auch auf lange Sicht, nicht kurzfristig, weil das Aussprossen ein bisschen dauert, sehr effektiv. Bei Erwachsenen sicherlich nicht effektiv, nicht so effektiv oder eher nicht effektiv. Das ist die indirekte Bypass-Operation. Gut durchblutetes Gewebe, es kann Muskel sein, es kann Knochenhaut sein, es kann Hirnhautarterien können es sein. Aber es gibt auch interessante Sachen, dass man Bauchfell, das ist auch sehr gut durchblutet, auch aufs Gehirn legen kann. Also irgendwas gut durchblutetes nimmt man, um Aussprossung von Gefäßen zu fördern. Die direkte Bypass-Operation ist jetzt aber wieder der Goldstandard. Das heißt, es ist das, was man eigentlich machen sollte, auch schon bei Kindern. Und das kann zum Beispiel in Zürich Frau Professor Kahn auch sehr gut, dass man ein Schläfengefäß klaut. Und Sie sehen, auf der Kopfhaut gibt es nämlich genügend Gefäße und mit einem Hirngefäß verbindet. Und das ist so ein bisschen meine Metapher mit dem mit der Hauptstraße, die verengt ist, verschlossen ist, die Nebenstraßen, die es nicht hinkriegen und dann die Umgehungsstraße, die umgekehrt das Blut leitet. Und wir in Essen machen einen sehr kleinen Hautschnitt oder Knochendefekt, das ist wirklich ganz klein. Das ist natürlich der Nachteil, dass der Operateur nicht so einen riesen Überblick über die Anatomie hat, wie wenn man einen großen Knochendeckel macht, aber wir hoffen, dass das kosmetische Ergebnis ganz gut ist. Es ist eine Operation, wo sowieso nicht so ein Riesenüberblick durch einen großen Knochendeckel nötig ist, weil sowieso mit dem Mikroskop gearbeitet wird. Und das kann aber in dem Video des Moja-Moja-Vereins der Dr. Diesner viel besser erklären als ich, dass man hier jetzt die Hirnhaut eröffnet und sich ein ganz weit hinten gelegenes Hirngefäß sucht, das frei präpariert, sich das so ein bisschen deutlicher macht in den Moja-Moja und Vascerns Vereinsfarben, um den Kontrast zu erhöhen und dann dieses Gefäß abklemmt, damit es nicht blutet, sonst würde eine Hirnblutung eventuell entstehen. Und dann verbindet man dann schneidet man dieses Gefäß ein, sehr vorsichtig. Das ist Millimeter, also oder nicht Millimeter, sondern Zentimillimeter Arbeit und verbindet dann die vorher frei präparierte Schläfenarterie damit, mit
Nadeln und das sind ganz, ganz feine Fäden, das ist ganz, ganz minimal und das ist letztendlich das Prinzip der Bypass-Operation. Dann hat man es zusammengenäht, die Umgehungsstraße an das Hirngefäß und schließlich guckt man, klappt das? Man hat nämlich hier, der Unterschied ist, hier sind die Clips und hier sind nicht die Clips. Jetzt ist durchblutet und wenn es nicht richtig genäht wäre, würde Blut austreten. Ne? Und dann machen die Operateure noch, ich denke, in Tübingen und Berlin ist es auch so, aber hier, Herr und Frau Dr. Diesner machen es, dass sie dann sofort den Bypass testen mit einer sogenannten Fluoreszenzangiografie. Also eine ganz schöne Methode, das in Farbe dann darzustellen, dass es funktioniert, diese Umgehungsstraße. Die Ergebnisse der Bypass-Operation, ich hatte das schon sozusagen als Appetizer immer mal wieder vorher erwähnt, was das überhaupt soll, warum wir das überhaupt machen. In vielen Fällen, wir gucken im Ultraschall oft postoperativ und sehen, dass diese Bypässe im Großen und Ganzen, jedenfalls waren das unsere wissenschaftlichen Daten, offen sind, dass der Bypass funktioniert und dass er auch sehr relevant ist im sehr hohen Prozentsatz. Also offen und relevant ist nicht immer dasselbe, aber in den meisten Fällen decken es gleich. Wenn man sich das nochmal in der Angiografie anguckt, also man spritzt Kontrastmittel über die normale innere Halsschlagader, die ich Ihnen sagte, die durch den Schädel dann trifft und obwohl sie Halsschlagader heißt, auch im Hirn noch ein Stück verläuft und dort verengt ist und dann in der mittleren und vorderen Hirnarterie nicht das Blut richtig ans Ziel bringen kann. So sieht es normaler, also so sieht es krankhafterweise aus und dann durch den Bypass könnte das Blut einfach einen anderen Weg nehmen, nämlich umgekehrt. Ne? Da sieht man, dass also die Durchblutung ganz gut funktioniert durch den Bypass. Wir sehen auch bei der sogenannten MR-Perfusion, wenn wir also Kontrastmittel spritzen und gucken, wie kommt das oben an. Alles, was weiß ist, ist schlecht durchblutet. Und dann spritzen wir Kontrastmittel und es ist weiß, schlecht durchblutet, nach der Bypass-Operation gut durchblutet. Und zwar nicht nur in Bereichen im Mediastromgebiet, wo wir operiert haben, sondern durch diesen Kreisverkehr und durch andere Kollateralen ist es auch so, dass es in Bereichen ankommt, wo wir gar nicht operiert haben, nämlich im Enterostomgebiet. Das habe ich Ihnen gerade schon mal ganz klein gesehen. Vielleicht sieht man es jetzt, wenn Sie näher zum Bildschirm ranrücken, besser, dass wir auch die Nebenstraßen entlasten. Wir entlasten die Nebenstraßen, der Bürgersteig, der Standstreifen werden ja mitbenutzt. Und es ist hier jetzt so, dass diese kleinen weißen Pünktchen, ein Doktorand, der Dr. Karakaya, mittlerweile Dr. Karakaya, früher mal, das ist ein paar Jahre her, gezählt hat und geguckt hat, sind die 3 Monate nach der OP weg. Ja? Und es ist tatsächlich so, die Nebenstraßen sind entlastet und können deshalb weniger bluten. Mir als Neurologen, ich bin ja kein Neurochirurg, ist natürlich wichtig, dass zu betonen, dass die OP das A und O bei der Moyamoya-Angiopathie in vielen, vielen Fällen ist, nicht immer, aber in vielen, vielen Fällen. Und dass es oft keinen Weg dran vorbeiführt an der Bypass-Operation. Dass es aber trotzdem natürlich wichtig ist, dass man danach sich noch bei seinem Neurologen vorstellt, um gewisse Themen zu besprechen. Zum Beispiel das Thema Blutverdünnung hatte ich schon gezeigt mit diesen Daten von Dr. Pomsch, der gezeigt hat, es gibt Gerinnsel und die können auch unter ISS auftreten und man muss eventuell Medikamente umstellen. Dann gibt es ab einem gewissen Alter immer so die Frage, ob man fürs Herz stärkere Blutverdünner nehmen muss. Das können Sie mit Ihrem Neurologen besprechen. Vorsichtige, aber konsequente Therapie des Bluthochdrucks. Früher haben wir, vor 20 Jahren, haben wir tatsächlich Moyamoya immer den Blutdruck chronisch hochgehalten und auf Dauer gab es aber sogenannte Atherosklerose, also Verkalkung Folgen von Bluthochdruck. Und sehr, sehr wichtig hier meinem Oberarztkollegen Dr. Nägel und mir auch die Migräne. Da haben diejenigen, die noch keine gute Migräne-Akuttherapie haben, eine neue Chance. Mit dem Lasmiditan können Sie sich gerne bei mir melden. Haben wir eine Studie, bei der wir dieses Medikament Ihnen anbieten.
Depressive Symptomatik, Epilepsie-Symptomatik, also die konservative Therapie beinhaltet viel, zum Beispiel auch die Empfehlung einer Reha oder von gewissen Krankengymnastiken. Das sind so Inhalte des Neurologen in der Praxis oder in der speziellen Ambulanz. Dass Sie hier schon sind, ist auch so ein bisschen Therapie, schon, dass Sie sich informieren über Ihre Erkrankung, also Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie, Krankheitsbewältigung, aber auch Spastikbehandlung, gesunde Lebensweise, Rauchen vermeiden oder aber einfach bei so Veranstaltungen wie neulich beim Krupp-Krankenhaus mit Patricia Kelly vom Moya Moya Verein teilzunehmen und zu sehen, anderen geht es auch so, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren. Postoperatives und konservatives Monitoring ist unser letzter Tagesordnungspunkt. Wir sind ganz gut in der Zeit. Wir haben gleich noch Zeit für Fragen. Am Anfang haben wir durch die technischen Probleme ein paar Minuten verloren, aber wir haben Zeit. Es geht darum, dass wir gesehen haben, dass zumindest bei den einseitigen Moyamoya-Angiopathien die Erkrankung auch fortschreiten kann. Das hat der Dr. Strunk analysiert. Und das etwa so bei 22% der Fälle auftritt. Und das ist der Grund, warum auch man in Kontrolle bleiben soll. Hier habe ich auch ein Beispiel Ihnen mitgebracht. Das ist eine Patientin, die 7/2017 dieses MRT hatte, dass die rechte mittlere Hirnarterie und die vordere Hirnarterie gut kam, aber die linke mittlere Hirnarterie nicht so gut. 2019 war es genauso. Und 2022 merkte man dann schon, oh, es ist nicht nur so, dass links weiterhin das Problem ist. Sie war nämlich nicht Bypass operiert, weil es eigentlich gut klappte. Aber man merkte plötzlich, oh, rechts entsteht ein Problem in der mittleren Hirnarterie. Und ein paar Monate später war das verschlimmert, sodass eine beidseitige Bypass-Operation dann sinnvoll war, weil vorher hatte die linke Seite sich auch Blut von rechts geborgt und das war dann natürlich als rechts selbst ein Problem hatte, nicht mehr möglich. Wir haben das analysiert. Es war also bei 63 einseitigen Moya-Moya-Patienten so, dass 22% auf der anderen Seite fortschritten. Und die waren etwa 39 Jahre, aber die Spannbreite im Alter war zwischen 20 und 60 Jahren. Das heißt, das war doch eine große Überraschung für uns, weil wir früher immer dachten, Moya Moya schreitet nur im jungen Alter fort, aber es war bis zu 60 Jahre. Und ich habe neulich einen Patienten gehabt, bei dem es wirklich so war, dass mit 77 die Erkrankung fortgeschritten war, was uns wunderte, weil wir dachten, irgendwann kommt Moya Moya auch mal zum Stillstand. Warum ist das wichtig? Das ist nicht so wichtig für einen Bypass-operierten Menschen, dass die Erkrankung fortschreitet, denn da schreitet sie auch fort. Aber für einen Patienten, wo die eine Seite logischerweise noch nicht Bypass operiert war, weil vorher nicht betroffen, ist es wichtig, ab und zu monitoriert zu werden. Da haben diese europäischen Leitlinien gesagt, sie wissen nicht, wie lange man das monitorieren soll. Aber wir haben gesehen, wahrscheinlich ist es bis zu 16 Jahre sinnvoll, ab und zu mal zum Neurologen zu gehen, weil durchschnittlich diese Spannbreite, wann das schlimmer wurde, nach 4,8 Jahren war. Aber das war bis zu 16 Jahren, dass diese Erkrankung noch Ärger machte auf der anderen Seite. Was aber nicht so schlimm ist, wenn man es frühzeitig erkennt, weil man dann gegensteuern kann. Blöder wäre ja, wenn man jahrelang nicht zum Arzt geht und plötzlich auf der anderen Seite einen Schlaganfall hat, weil man dann fortschreitende Erkrankung hat. Postoperative Verhaltensregeln sind dieses Monitorieren beim Neurologen, bei Spezialambulanzen, wie jetzt hier diesem Europäischen Referenzzentrum im Krupp-Krankenhaus, aber natürlich auch andere niedergelassene Neurologen, die sich das zutrauen. Schutzbrille, Helme, Masken sind in den meisten Fällen nicht so problematisch, nur etwas, was wirklich sehr, sehr eng das, die Bypassstelle auf. Also einengt, Tauchen, Fallschirmspringen, Blutspende sind eher ungünstig. Mein Lieblingsthema ist ja das Thema Rauchen, wo wir wissen, dass Raucher sowieso natürlich, das wissen Sie, steht auf jeder Packung, Lungenkrebs, Herzinfarkt, Risiko.
Aber auch das Zusetzen des Bypasses wäre natürlich durchs Rauchen ärgerlich. Und wir haben schon auch den Eindruck, dass Raucher einen schlechteren Bypass haben. Also gesunde Lebensführung ist natürlich sowieso sinnvoll, weil sie haben genügend mit Moja Moja zu tun. Sie wollen jetzt nicht andere Erkrankungen. Triggerfaktoren, Auslöser vermeiden, anfallsprophylaktisches Verhalten, mehr Migränemedikamente, eventuell Co-Symptome behandeln. Es könnte auch sein, dass diese Erbanlageanalyse irgendwas noch erbringt, worauf man auch noch zu achten hat. Und darum ist es schon gut, auch weiter nach der Bypass-Operation in Kontrolle zu bleiben. Ich darf hier bei der Veranstaltung, die zwar vom Moja Moja Verein promotet wurde, aber eine Veranstaltung des Europäischen Referenzzentrums ist, trotzdem Werbung machen für Moja Moja Freunde und Förderer, wo wir eine tolle Homepage haben, ein YouTube-Video, was man ergänzend zu diesem Webinar gucken kann, wo ein sehr lebendiger Instagram-Account sehr gut informiert. Und ich darf vielleicht auch auf den PayPal-Account hinweisen, falls man mal 5 € zu viel hat, ist das auch nicht schlecht angelegtes Geld. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich am Anfang so etwas technische Probleme hatte, wie das so ist. Man will alles vorbereiten und es klappt dann trotzdem nicht.